Lieben, hier sind wir wieder. Ella, Seppo und ich, eure Schulsozialarbeiterin. Wir haben Bergfest, so nennt man das, wenn man die Wochenmitte erreicht hat, weil es Mittwoch ist. Doch heute ist was anders, da morgen ein Feiertag ist und wir vor einem langen Wochenende stehen, ist das nicht so ganz, da hätten wir gestern Mittag das Bergfest gehabt. Aber nichtsdestotrotz möchten wir heute euch noch eine kleine Idee für den Vatertag mitgeben. Zum einen haben wir diese Karte gebastelt. Ich halte sie mal was näher. Da haben wir getupft. Und zwar haben wir aus Karton ein Herz ausgeschnitten. Dann haben wir Farbe genommen. Das geht mit Wasserfarben, das geht mit Fingerfarben, das geht mit Acrylfarben, eigentlich mit jeder Art von Farbe. Und haben die Wattestäbchen immer in eine Farbe getunkt und dann daneben getupft, sodass die halb auf dem Karton und halb auf der Karte waren. Die Karte könnt ihr auswählen und auch die Farben, zum Beispiel nach den Lieblingsfarben eures Papas. Wenn der Papa ganz doll rot mag, dann könnt ihr zum Beispiel das ganze Herz in rot punkten. Wenn ihr selber sagt, na, ich mag aber viel lieber blau, dann könnt ihr zum Beispiel auch ein weißes Blatt nehmen und alles in blau punkten oder blau und rot punkten. Da seid ihr ganz frei da. Deshalb haben wir auch nicht so viel auf die Karte gemacht, damit ihr einfach nochmal eine Idee habt, wie so ein Herz aussehen könnte, wie man das machen kann, dass ihr aber ansonsten auch mal ein bisschen kreativ werdet und eure eigene Karte gestaltet. Zum Beispiel könntet ihr das in das Herz euch und den Papa malen. Das wäre eine Idee. Den Karton müsst ihr auch danach nicht wegwerfen. Der lässt sich nämlich auch noch total toll mit ein paar älteren Schrauben und von diesen Scheibchen, diesen Plättchen hier, wenn ihr da die Mama fragt, ob da in der Garage noch was von ist, kann die euch bestimmt weiterhelfen. Und dann könnt ihr die einfach mit Bastelkleber draufkleben. Hält ziemlich gut. Papa und Herz hier haben wir auch getupft. Dann könnt ihr einen Hammer. Kriegt ihr in jedem Baumarkt, kriegt man eigentlich fast überall für ganz kleines Geld. Das ist jetzt kein Spezialhammer, ne? Das solltet ihr auch nicht machen, sondern es ist ein einfacher, handelsüblicher Hammer. Den könnt ihr auch mit Farben dekorieren, anmalen und ihr könnt zum Beispiel hier hinschreiben, Papa, du bist der Beste, Papa, du bist meine Nummer 1, Papa, du bist hammerhart oder Papa, du bist hammerstark. Dann habt ihr ein ganz personelles Geschenk für den Papa, das nicht viel kostet und von euch gestaltet worden ist. Und das sind Sachen, da sind die Papas immer ganz besonders stolz drauf. Dann eine Idee von uns für euch, was ihr in die Karte schreiben könnt. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Vatertagsgedicht oder den ein oder anderen Vatertagstext, den ihr schreiben wollt. Was ihr aber auch mal überlegen könnt, das wäre so unser Vorschlag. Ja, das finde ich eine total tolle Idee. 5 Dinge, die ihr an eurem Papa ganz besonders mögt. Na, zum Beispiel könnt ihr reinschreiben, 5 Dinge, die ich an meinem Papa liebe. Und dann malt ihr ein Sternchen oder ein Herzchen davor und dann schreibt ihr dahinter zum Beispiel, da müsst ihr immer für euch gucken, wie das bei euch so ist, dass der Papa mit euch, dass du mit mir spielst. Dass du mir hilfst, zum Beispiel bei den Hausaufgaben, dass du für mich da bist, dass du mit mir kuschelst, der ein oder andere liest vielleicht gerne, dass du mir abends vorliest, dass du mit mir singst, dass du mit mir spielst, Computerspiele vielleicht auch der ein oder andere, da ist der Papa ja manchmal eher für zuständig, nicht immer. Was haben wir denn noch? Die einen oder anderen Väter gehen ganz gerne angeln. Da kann man dabei schreiben, dass du mit mir angeln gehst oder dass du mit mir Sport machst. Also da findet ihr bestimmt total viele tolle Ideen, wofür ihr den Papa ganz besonders lieb habt. Dass ihr alle euren Papa lieb habt und dass ihr alle findet, dass der Papa das toll macht, wie er das macht,
Das ist mir klar. Wer keinen Papa mehr hat. Ich weiß auch, da gibt es Kinder, die keinen Papa haben. Der kann sich überlegen, ob er das für den Opa machen möchte. Oder aber sagt einfach, ich möchte für meinen Papa, wenn er zum Beispiel gestorben ist oder er ihn auch gar nicht kennt, der kann auch eine Karte basteln und kann diese Karte vergraben, verstecken, an einen Luftballon hängen und fliegen lassen. Das alles sind Möglichkeiten, auch für diejenigen, dem Papa ein Stück näher zu sein, die es da ansonsten schwer mit haben. Und ich weiß, dass das für einige Kinder so ist. Ich weise da auch hier drauf hin, nämlich ich möchte, dass auch an die Kinder gedacht wird, denen es nicht so gut geht und die nicht beide Eltern haben. Und da ist es manchmal ganz wichtig, dass man auch da die Möglichkeit gibt, eine Karte für den Vatertag zu machen oder ein Bild zu malen, wie man sich das einfach heute vorstellen oder wünschen würde. Das gehört zu meinem Job mit dazu. Ja, das macht die Frau Piel total gut. Ist nicht schlimm, Ella. Wir hatten ja gesagt, wir sagen meinen Namen nicht, aber machen wir heute mal eine Ausnahme. So. Was müssen wir noch sagen? Seppo, du bist der Kartenhalter. Wir müssen euch noch was mitteilen, weil wir haben jetzt auch ein langes Wochenende. Das bedeutet, wir machen frei. Cool, oder? Wir freuen uns schon riesig darauf, weil wir haben jetzt schon 55 und mehr Videos für euch aufgenommen. Das finden wir super. Aber jetzt brauchen wir mal eine kleine Pause und wir gönnen uns ein langes Wochenende. Das heißt, wir sind erst nächsten Montag wieder für euch da. Aber dann kommen wir wieder mit neuen Ideen. Stimmt, ihr zwei. Wir gönnen uns eine kleine Pause, sammeln neue Ideen und hören bei euch mal nach, ob ihr noch so Wünsche habt, jetzt wo ihr so alle nach und nach in die Schule kommt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Vatertagswochenende in Deutschland. Genießt die 4 Tage, weil es ist ohne Lernen, ohne Arbeiten. Ihr habt wirklich ein langes Wochenende. Nutzt die Zeit und wir hören uns am Montag wieder bei Sternstunden mit Ella und Seppo. Und bis dahin sagen wir was? Tschüss!